Die Novelle zum Salzburger Naturschutzgesetz hat wesentliche Auswirkungen auf das laufende UVP-Verfahren 380 kV Freileitung. Wir gehen davon aus, dass nunmehr, soweit diese Novelle vom Salzburger Landtag beschlossen werden würde, anstatt einem Naturalersatz Geldersatz möglich wäre. Das bedeutet nichts anderes, als dass Landschaft gekauft werden könnte. Und das wollen wir unter allen Umständen verhindern. Es wäre diese Novelle, soweit sie in Kraft tritt, unmittelbar auch auf dieses UVP-Verfahren anzuwenden und müsste somit das Bundesverwaltungsgericht, das derzeit mit der Sache befasst ist, wenn dieser Naturalersatz, wie er vorgesehen ist, und davon gehen wir aus, nicht ausreichend ist, einen Geldersatz vorschreiben. Das ist eine ganz klare Entscheidung gegen den Naturschutz und gegen die Landschaft in Salzburg.